Alter, nein! Nein, wie dumm war ich denn überhaupt? Ah, ihr seht's, glaube ich, selbst, was passiert ist, oder? Ja, ich fahre mit dem Kart. Alter, ich weiß echt nicht, was ich da veranstaltet habe. Ich habe nur gesehen, der Timer läuft gerade runter, noch 5 Sekunden. Und in dieser kurzen, stressigen Zeit habe ich scheinbar vergessen, das richtige Teil auszuwählen. Also, mein Gefährt. Ja, jetzt muss ich mit dem Kart fahren. Aber Leute, ich dachte mir eigentlich auch nur so, komm, probieren wir es einfach mal. Ich meine, mit dem Kart fahre ich so selten, dann schauen wir mal, ob ich das auch noch drauf habe. Ich meine, das Drifting ist natürlich anders, das stimmt, aber ja, was willst du tun? Und danke für nix. Ey, bitte, komm, ich fahre mit dem Kart, okay, bitte. Also, ein bisschen Rücksichtnahme. Das wäre mir schon wichtig. Ja, wir kommen zum weiteren Part von Mario Kart Wii Online. Ist natürlich blöd gelaufen und ich merke schon, wirklich, das Handling ist ein großes Problem. Der lenkt ja fast gar nicht ohne Drift, ne? Schau euch das an, Alter, das ist ja abnormal. Vor allem früher war ich halt wirklich immer so, ich konnte eigentlich nur mit Kart fahren oder allgemein mit diesen Bikes, die wie ein Kart driften, ne? Mit diesen nach innen driftenden konnte ich eigentlich nie wirklich fahren. Ich habe mir das aber irgendwann mal angeeignet, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube allgemein, weil ich von vielen dann gehört habe, dass das eigentlich das bessere Teil ist, um auch schneller zu fahren, weil man halt eben die Kurven ganz anders nehmen kann. War davon halt nie überzeugt, irgendwann habe ich es dann einfach mal versucht mehr anzulernen und es hat geklappt. Und Stand jetzt fahre ich eigentlich noch ganz gut. Vielleicht ist... Okay. Überstanden. Eine Runde noch. Vor allem jetzt fällt mir gerade an, ey Alter, ich muss das ja 5 Runden lang überleben. Stimmt ja. Wenn ich heute mit dem Kart fahre, muss ich das 5 Runden aushalten. Also es wäre schon ein Highlight, wenn ich auf einmal mit einem Plus da rauskommen würde. Also es sind entweder die Leute heute nicht so gut oder mir liegt das Kart doch noch besser, als ich ursprünglich mal dachte. Gerade bin ich 8. Das ist vorletzter. Supi gut. Jetzt bin ich letzter. Nein! Nein! Ja, ich bin raus. Ich bin raus, Leute. Ich bin so raus. Wobei der Kugelwille, vielleicht rette mich der noch. Okay, ich bin nicht letzter. Der Blaue ist sogar nochmal auf mich gegangen. Alles klar. Ja, minus 23. Ja, guck, gegen die 3.800er. Da wird es schwierig zu bestehen, aber ich sag mal, die anderen da, die sind ja so ziemlich in meiner Liga. Ich glaube, gegen die kann ich vielleicht sogar noch halbwegs mithalten. Okay, gut. In dem Fall ist Ghost Rally sogar noch okay. Am meisten Angst hätte ich natürlich, wenn die Rainbow Road kommt, weil da kann ich mir richtig direkt eingraben geben in den Kart. Es wäre halt wichtig... Und Fehlstart auch noch. Es wäre natürlich wichtig, wenn ich... Alter, lass mich bitte mal reden, okay? Liebes Kart, bitte. Es wäre natürlich wichtig, dass Strecken kommen, die halt möglichst wenig Kurven haben. Wo eher auf das, ich sag mal, geradeausfahren gezählt wird. Deswegen, ich will natürlich schon die ganze Zeit wieder Peach Beach. Es wäre nicht schlecht, wenn das kommen wird. Und jedes Mal, irgendeine Kante. Ja, sorry, das war jetzt eigentlich nicht mal Absicht, kann ich sagen. Ja, fuck! Oh, ich kriege aber schon das Karma direkt wieder. Ne, wirklich, ich habe den gerade wirklich nicht mit Absicht gerammt. Ich konnte das einfach gerade nicht kontrollieren. Nächste Kante gestriffen. Ah, der fährt auch weg. What the fuck? Okay, das war wieder knapp. Das war knapp. Das war fett knapp. Scheiße. Das habe ich dem Funky Kong wieder zu verdanken, der gerade runtergesaust ist. Gönn doch bitte Kugelwille. Ich wette, der hinter mir kriegt das nämlich jetzt. Der ist auch runter. Der ist auch runter. Und. Uiuiuiui. Okay, siebter. 3 hinter mir gelassen. Ich wäre besser. Vorher waren es nur 2, jetzt sind es 3. Ja gut, minus 24, das war klar, aber ich steigere mich. Das ist nicht zu unterschätzen. Alles klar, es geht weiter mit kantigen Strecken. Und die ist wirklich kantig. Ist irgendwie auch so eine Spezialität, die nur Mario Kart Wii hat. Also zur Wii-Zeit neumodisch wirken aber trotzdem so viele Strecken mit so vielen Kanten und Ecken. Ja, und da passiert jetzt sowas dann. Da passiert dann einfach sowas. Ich meine, ich merke eindeutig, dass ich mich leicht wieder zurück auf die richtige Bahn bringen kann, aber das genaue Einschätzen, wann ich wo einschlage, das fehlt mir jetzt gerade noch. Ja, ich nehme natürlich jetzt gar keine Rücksicht. Ich rahme jeden, auch wenn ich es vielleicht mal kontrollieren kann ein bisschen. In der Regel ist es gerade eh nicht der Fall.
Das Problem ist halt, die Strecke ist wieder so unter... Ja, klar! Und die Flamme ist auch noch gegen mich! Ich habe schon Handicap und dann nimmt man die Flamme auch noch meinen Roten. Der eventuell vielleicht sogar diesmal endlich mal getroffen hätte. So, dadurch... Schlag so fett ein, wie du kannst! Kein Kommentar. Das sah sogar bis zu dem Zeitpunkt jetzt gut aus. Ich war gerade noch Vierter oder so. Ja, bestimmt. Das ist so unfair von denen gerade alle. Ja, okay, jetzt habe ich aber wenigstens meine Rache. Genau, ram jeder. Gut, den nicht, der bringt eh nichts. So, Platz 5 wieder. 4, das. Oh, ja, genau, guck. Ja, bestimmt aber auch noch! Da war wirklich die Fähigkeit, der Boxer hat noch das große Glück, dass mich die vorher nicht getroffen hat. Wo mich der Kugelbille rausgelassen hat. Und da kommt das. So, du kriegst erstmal einen fetten roten ab. Vielleicht sogar noch in der Lo. Achso, da kriegst du selber einen 3-AP-Roten. Ist natürlich verständlich. Wetten, er schießt das wieder nach hinten, die Scheiße. Das war knapp. Beim Kugelbille brauche ich gar nicht probieren auszuweichen. Das wird eh nichts. Ich glaube, bei jedem Ausweichmanöver ist es klüger, ich mache einfach gar nichts und hoffe, dass er mich nicht trifft. Ich bin schon wieder 9. Ey, die haben mich schon wieder wirklich alle eingeholt. Mein Kugelwilli-Vorteil ist weg. Ja, klar, der nächste Blitz. Und wieder Rote nach hinten. Was ist das für eine abwertige Taktik von denen heute? Die schießen alle ihre Roten nach hinten. Ich meine, wir wissen alle, der Rote ist unnötig hier in Wii. Weil er meistens eh nicht trifft. Aber diesmal sind die Leute viel häufiger da, die einfach... Oh, scheiße. Gib einen Stern, gönn einen Stern. Okay, Maxi Pilz geht auch. Weil dann ist die Wolke wenigstens weg. Fuck! Fuck! Kommt mir das so vor, dass das Kart abbremst? Oder was ist da los? So, ich fahre da jetzt kurz mal außen rum. Ja, ja, Banane war unnötig. Nochmal Banane, nochmal unnötig. Und der Blitz war sowieso komplett unnötig. Verdammt, wird wieder nichts. Ja, Achter werde ich. Also, wie viele Blitze waren das? 3 oder 4, glaube ich, in der Runde. Und wirklich immer zur ungünstigsten Zeit überhaupt. Ja, ich sag's, mit dem Plus rauskommen wir hier ein Wunder. Zwei Runden haben wir zwar noch Zeit, zwei Strecken haben wir noch Zeit, aber... Wer glaubt wirklich, dass da jetzt das große Wunder passiert? Tja, ich auf alle Fälle noch. Zumindest ein bisschen. Puh, Krise nochmal abgewandt. Zwei Leute wollten gerade wirklich Rainbow Road. Das wäre nämlich, wie gesagt, heute die absolut größte Tragödie, die mir passieren könnte. Wenn wirklich heute noch Rainbow Road drankommt. Hä, warte mal, da steht oben Mushroom Cup Final Round. Hey, das ist mir nie aufgefallen, dass das da oben steht. Also, dass das die finale Strecke halt vom Pilz Cup ist. Allgemein, die, ich muss mal sagen, allgemein, worauf das, diese Toadsfabrik überhaupt abzielt, finde ich auch ganz nice. Denn, ist ja, glaube ich, unschwer zu erkennen, dass das eigentlich die Fabrik sein soll, wo halt die Itemboxen für Mario Kart hergestellt werden. Von solchen Strecken gibt es aber immer wieder mal interessante Sachen. Dass halt manche zum Beispiel so wirken, weil es wäre sie extra für Mario Kart einfach da. So wie das eben mit den Itemboxen hier. Irgendeine andere Strecke hatte ich da auch mal im Kopf. Wo auch irgendwie so ein Detail von Mario Kart versteckt ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs gut erklärt, aber... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, sagen wir es so. Sorry, ich bin müde heute, aber wir... Was zum Fick, Alter? Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich verwirre mich schon selbst und dann das auch noch? Und ich krieg meinen Blitz, das ist ja ein Wunder. Wirklich, das ist das 8. Weltwunder von den 7, die es ursprünglich gibt. Scheiß auf das Kart beim nächsten Mal. Niemals mache ich diese Challenge mehr. Auch wenn es ein Versehen war, aber trotzdem... Nächstes Mal lief ich einfach und hol mir mein schönes Bike wieder. Ja,
Auch hier von Wand zu Wand. Das war knapp die Banane. Gerade bin ich aber noch Fünfter. Und diesen Yoshi, den sehe ich heute auch leider schon so oft. Da kommen wir mit dem Stern. Was, Alter? Ich bin durch die Bananen durch. Ich weiß nicht wie. Aber egal, ich feiere es. Jetzt hat dieser Yoshi ausgerechnet auch noch ein Dreierpack. Hatte. Leute, hatte. Weil der nächste Blitz mal wieder für Chaos sorgt. Ich muss sofort da weg, ich muss sofort da weg, ich muss sofort da weg von dieser Wolke. Scheiße! Nein! Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ich bin da, ich bin da, ich werde Fünfter. Das ist die beste Platzierung für heute. Ich weiß, der Grüne war ja knapp, aber egal. Ich bin Fünfter, das reicht mir. Das sind für vielleicht heute die ersten und noch einzigen Pluspunkte. So ist es. Plus 62. Vielleicht komme ich doch noch mit dem Plus raus. Dann müsste ich im nächsten Cup 40 Punkte oder so machen. Dann hätte ich, glaube ich, wieder das eingeholt, was ich heute schon verloren habe. Nein, warum, 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 warum muss die kommen? Warum die? Ich habe schon so viele Probleme mit der Lenkung und jetzt muss das kommen. Hilfe, Leute, Hilfe bitte einfach. Helft mir aus diesem Spiel hier raus. Alter. An der Stelle, ich wollte eigentlich noch heute was euch erzählen. Und zwar, wir haben ja bald die 100. Folge Mario Kart Wii. Und... Okay, ja, also wir haben bald die 100. Folge Mario Kart Wii, bevor ich mich da jetzt wieder aufrege. Eventuell mache ich es wie bei Mario Kart, Mario Maker, dass ich dass das 100. Video einfach nicht eine Folge ist, sondern ein Livestream. Und wenn ich das wirklich schaffen sollte, wenn das auch technisch hinhaut, dann frage ich mich trotzdem, wie soll ich das nervlich überleben? Das ist halt echt so eine Geschichte, weil der in der Stream in Mario Maker, der hat halt über 2 Stunden gedauert, 2,5 Stunden. Das halte ich in Mario Kart Wii nie aus, ohne dass ich komplett aufgehe. Wirklich, da werde ich aufgerissen wie eine Chipspackung. Das ist einfach so. So, der ist runter, ja. Von mir aus, also ich bin wieder näher dran an denen. Und dieser Kugelwilli war schon wieder arschbeschissen knapp. Ja, Item habe ich. Da kommt der nächste Kugelwilli. Ich mache jetzt keine Boosts. Genau so. Und jetzt können wir wieder über Boosts reden. Passt. Fünfter. Okay. Da ist ein bisschen was passiert. Ja, Item noch mitbekommen. Also gut eingesetzt von mir. Gut, der hat seine Roten verloren. Weil heute schießen die eh alle die Roten nach hinten. Ist mir schon aufgefallen. Er kriegt aber 3 neue! Ich glaube, es hackt, oder? Und ja! Vierter, lol! Ach, der ist runtergefallen. Der hat die Abkürzung probiert, oder? Es kann sein, dass der die Abkürzung probiert hat. Und das hat er halt nicht geschafft. Plus 48, lol. Ich glaube, ich habe echt wieder mehr Punkte, als was ich zum Start der Folge hatte. Ja, am Anfang sieht es aus, dass die Challenge komplett in den Arsch geht, aber ne. Die letzten 2 Rennen waren nochmal gut. Und Leute, bevor ich es mir jetzt verscherze mit diesen Leuten hier, dass ich jetzt wieder Minus kriege, wir haben eh schon unsere 5 Strecken erreicht. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.